Ah, hier sind doch Babys, ja. Baby, Babyorden. Du. Und nicht nur Babys, also auch ein Höhlentyp. Ja. Falsch angelegt, du. Putz. Pass auf die restlichen Babys auf. Da sind die alle. Ich höre keine mehr. Oh, ein Zeitungsausschnitt. Ja. Zwillinge werden immer noch vermissen. Sehen überhaupt nicht wie Zwillinge aus. Wahrscheinlich zwei Eich. Siblings sind aber auch keine Zwillinge, sondern Ach, Twins, ne? Geschwister. Ah. Ja. Außer, ja. Wobei, Zwillinge können auch, sind doch in jedem Fall Geschwister. Ja, aber Zwillinge wäre Gemini, glaube ich tatsächlich. Nein, Siblings sind, sind Nachfahren oder ist das nicht Kinder? Nee, nein, Siblings sind Geschwister. Ihr habt doch recht. Natürlich. Hast du das jemals angezweifelt? Schade, dass Verena gerade nicht anwesend war. Wird wahrscheinlich instant mal irgendwo hingekotzt. Ich höre aber immer noch irgendwo einen rennen. Hinter dir ist noch einer. Der haut ab ins Dunkel. Und lacht dabei ganz, ganz schade. Ja, ich sehe ihn hier. Vorsicht, Zar, hinter dir. Neckischer Kerl. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Hier sind von die da, Zelte. Von, genau, von da. Hier das sind wir. Hier, war hier der Eingang, genau. Gekommen, ja. Ne? Wir können noch rechts rum und ich weiß nicht. Ja, wir gucken uns erstmal bei den Zelten da hinten, wo das Licht ist, nochmal um. Habt ihr euch die Knochen genommen? Ah, die Knochen sollten wir noch mitnehmen, naja. Was haben denn die Bibelfreunde hier gewollt? Dass ich. Also, die Geschichte ist so interessant, die. Müsste man sich eigentlich. Wo war jetzt das Foto? Irgendwo an dem ersten Zelt. Ja, ja, schon. Ja, ja, ist gut. Ich brenne, ich weiß. Ich muss kurz was essen und trinken. Bin echt gespannt, wie sie den Plot vernünftig zu Ende führen wollen. Geht's da weiter bei dir, Daniel? Ich wollte jetzt nicht so weit in die Dunkelheit vordringen. Nee, hier geht's nicht doch, weiter. doch, Dynamit. Hier ist Dynamit. Ich hab welches dabei. Bitte. Ja, wir haben alle, also. Pff. Könnt ihr. Oder sollen wir so gucken, wo es rechts lang geht? Ja, lass uns erstmal hier, wir halten das jetzt hier fest. Vergessen es dann bis zur nächsten Session. Die nächste Session hier. Wobei. Ach komm, hier eine Stunde auf der Uhr. Ja, gerade ist angefangen. Ach, diese See ist, ich hasse diese See ist. Da ist immer das Gefühl, als wenn von unten jemand ziehen würde. Okay, hier könnten auch wieder. Rechts rum erstmal. Koffer. Was ist denn da hinten? Ah, da ist der Alk, jawohl. Meine Damen und Herren, wir haben eine Kettensäge. Da hat doch jemand seine. Oh.
Ach, hier wird das Essen zubereitet, ja. Jetzt verstehe ich. Wir haben die Kettensäge, hast du sie? Habe ich aufgenommen. Hier ist ein Lagerfeuer, waren wir hier schon mal? Das macht Krach, macht das aus. Das sieht doch gar nicht creepy aus, Peter, mit der Totenkopfmaske und der Kettensäge. Aber hat man dann Stats von der Säge irgendwie, oder? Ja, wenn du dir doch hier in der, mit der Maus drüber gehst. Nee, hast du nicht, stimmt. Also so krass wie der bei meinen Bäumen fällen ist, würde ich sagen, dass ja auch übel ist bei einem Gegner Nahkampf. Fällen. Kommt ihr mit weiter? Hab nicht genug. Ja, ja. Ich muss mal eben kurz Brandpfeile machen. Geht aber schnell. So. Okay. Alles klar, wir können wieder. Fühlt ein Seil hoch. Ich geh mal gucken. Boah, Alter, das ist ein Riesen. Ich blick schon nicht mehr durch, wo wir noch überall hin können, wa? Wir müssen auf jeden Fall daran denken, dass wir nachher zurück müssen wegen der Sprengung. Sprengung und wir hatten am Eingang der Höhle auch nochmal Möglichkeiten abzuzweigen, die wir nicht genommen haben. Ja, ja. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht bis ganz oben. Oh, dieses Feuerzeug geht mir so auf den Keks, ey. Es ist fast überhaupt nichts. Nimm einen Brandpfeil dazu, Sarah, dann geht's besser. Die kannst du mal wieder anzünden, die verbrauchen sich nicht, wenn du nicht abfeuerst. Hat, Feuerzeug und Brandpfeil. Dann ist das gefühlt ein Ticken besser. Hier, komm mal links lang, Peter. Hier ist eine Mauer. Ah, guck mal, weißt du, wo wir hier sind? Zugang zu Höhle 1 hier, wo wir neulich nicht weiterkamen. Hier kann man raufklettern an die andere Höhle, wo wir reingekommen sind. Ja, und hier kann man auch weiter. Aber da braucht man wahrscheinlich diese Kletteraxt für. Also wo ich hier stehe, kommt man auch weiter. Ja, ja, willkommen. Ich weiß zwar nicht wie weit, aber... ich muss auch... Jetzt hier, wo Scheiße, wir sind. Ich hätte auch, ja. Das war das, Schildkrötenfleisch wahrscheinlich. Kann man schwimmen, aber hier siehst du dann nichts, ne? Boah, Alter. Das Gute ist an dem Tauchgerät, dass das hat Restlichtverstärker oder Infrarot oder irgendwie sowas. Hey, geradeaus kann man durch die Höhle schwimmen. Nicht so weit. Aber das Tauchgerät hat... Wie, hast du schon das Tauchgerät? Nein, aber wenn wir das kriegen. Ich glaube, das bringt hier nichts erstmal. Ja, dann können wir da denn. Gehen wir mal das Ding wegsprengen, wa? Ja. Kleinen Moment kurz. Hatte ich nicht gerade was gegessen? Ich bin verwirrt. Kletter dir gerade runter, Seil wieder, ne? Genau. Verdammt, das ganze gute Fleisch, Mann. Mir ist kalt. Ja, du bist ja auch ins Wasser gestiegen. Da vorne ist ja, glaube ich, ein Lagerfeuer. Ja, ja. Hier, ich lege hier noch ein bisschen Geld drauf. Danke. Ich tauche gerade schon wieder auf. So, wo war das jetzt? Irgendwo hier unten, ne? Ich leg mal zwei Echsen aus Feuer, weil sonst gehen die auch vor die Hunde. Wir können kein Seil mehr nehmen, ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Was für ein Luxus. Jemand Hunger?
Liegen zwei Echsen am Feuer? Okay, danke. Ich habe gerade Beeren gegessen, kurz bevor wir uns angemacht haben. Wo war jetzt hier das mit dem Sprengen? Ja, wir müssen rechts, glaube ich, in die Höhle zurück. Wir müssen die weiter. Oh, erstmal ein ganzes Stück die Höhle zurück. Ah, hier sind noch Kisten, die wir hier aufgemacht haben. Noch ein ganzes Stück zurück. Die Zelte. Das müsste, glaube ich, hier irgendwo gewesen sein. Ja, genau. Ja, richtige Richtung. Quasi hier. Ja. Da sollte einer werfen und der Rest sollte sich hier hinten verkrümeln. Komm zurück, Sarah. Nee, ich habe das nicht angemacht. Oh, ich soll. Jetzt kommt zurück. Gut. Tata. Ah, das. Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen. Wer kennt nicht die schwebenden Feldstücke? Von. Wie hieß der Ort? Pandora? Gab's da welche? Ah, ja, stimmt. Ja, richtig. Natürlich. Guck gerade durch irgendjemandes Brustkorb, durch die Rippen seiner Knochenrüstung. Oh, hier liegt eine Familie. Oh, und ein, was ist es? Ein Foto. Ist das gleich, was wir in einem von den Zelten gesehen haben und nicht aufheben konnten? Kannst du dir nicht sagen. Ich hoffe. Ach, weißt du was? Das könnten die Standorte von der Steinschlosspistole sein. Das ist möglich. Das ist ein One-Hitter, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Kann man sich durchquetschen? Dort habe ich gelesen, dass das ein One-Hitter ist. Also jedes Viech ein Treffer. Okay, aber wie viel Patronen wirst du wohl, oder wie viel Steinkugeln, die kannst du auch wieder aufheben, haben? Ne? Ach so! Das ist ja nett. Oh, guck mal, wie hübsch. Da geht's wieder runter, aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht allein sind. Wo geht's runter? Da gegenüber. Ja, bei hier. Bei hier ist Samson. Ich höre Babys. Ja, und. Ich sehe die Babys auch. Lass uns einfach mal hier 1, 2, 3. Warte mal. Leuchtfackel runterschmeißen. Warte mal. Ausrüsten. Hast du Sprengstoff? Peter? Moment. Ach, reit doch Molotow aus. Yo, ach, gar nicht übertreiben hier. Ja, die müssen wir von oben, hier müssen wir die wegkriegen. Das andere wäre dämlich. Och, Peter. Scheiße, fuck. Vorsicht, die Babys. Ich glaube, ich habe alles zerstetzelt, was kam. Wie sieht's bei dir aus, Blacky? Ne, ist noch Baby. Alter. Der Typ steht nochmal auf. Hinter euch. Alles gut tatsächlich. Feuerchen? Ja, auf jeden Fall ist es dunkel. Dunkel die Hulle, ich mach mal eben. Ich hab schon.
das hier für ein Leuchten. Hier hängt die Kletteraxt. Und hier ist noch ein Bild von der Kettensäge. Eine 600 Euro Kettensäge. Nice. Wer braucht, ihr solltet euch beeilen, dass die Knochen despawnen relativ schnell. Ja, ja. Ist ja noch nicht verbrannt. Aber die Kletteraxt habt ihr auch, ne? Yes. Ist das auch eine Waffe denn, oder? Ne, die ist nur für die Passagen. Ja, ja, nee, kannst du auch mit, ich kann nicht mehr Knochen tragen. Ja, schon. Kommen die zumindest nicht weg. 10 kannst du ja, glaube ich, maximal. Ne, 15. Oder so. Sonst kann ich noch tragen, falls, Ne, ja, alles klar, ich kann noch ein Stück Rüstung brauchen. Ach, hier kommen wir auch schon hoch, oder? Zahlt's grad. Ah, hier genau, ja klar, hier vorne irgendwie. Das los, war. Was sonst war hier nichts? Ging's hier an der Seite nicht noch weiter? Ja, möglich. Können wir mal. Doch, ich meine. Schnell Moment kurz. Ja, da geht's noch weiter. Ist auch noch Licht. Aber wie hast du das mit dem Brandpfeil gemacht? Du legst, wenn du die Pfeile hergestellt hast, wählst du die Pfeile aus, legst die in die Mitte? Nein, ich hab den schon auf dem Bogen, aber wie kriegst du guckst, den angezündet? Du guckst, mit L, einfach L gedrückt halt. Wenn du dein Feuerzeug an hast. Nein. Das wird dir angezeigt. Dann hast du den Brandpfeil nicht ausgerückt. Guck mal nach unten, wenn du dein So, jetzt mit R kannst du hin und her schalten. Ja. Das sind Giftpfeile, glaube ich. Mach nochmal R. Du hast keine Brandpfeile hergestellt. Brandpfeil. Du hast Pfeile in der Mitte liegen, genau. Du brauchst das und genau. Da vorne ist wieder ein Seil, was hochführt. Oh, hier ist, okay, hier geht's tief runter. Hier ist aber, hier geht's wahrscheinlich hinten am Weg vorbei. Hier muss man die Kletteraxt für. Hier geht's auch lang, Peter. Ja, ich hab hier aber beleuchtet. Oder, ja gut, okay, gehen wir erstmal da lang. Ich glaube, oder für beide. Beides in die gleiche Richtung, augenscheinlich. Ach, guck mal, da ist ein Seil, das runtergeht, auf jeden Fall. Hier hackt noch jemand, es könnte ein Passagier sein. Oh, hier geht's nicht weiter. Da geht's runter. Da geht ein Seil runter. Sollen wir erstmal weiter geradeaus gucken, Alter, oder? Geil, ja, auf jeden Fall. Interessant. Boah, geht das tief. Das ist auf jeden Fall wieder am Loch. Alter! Ich höre wieder Babys. Diese possierlichen Wesen. Ah! Oh, doch nicht ganz. It's burning like a real man. Ah, die Babys sind hier vorne. Oh, Vorsicht, einer ist gesprungen. Ja, ich sehe nichts, kann ich da. Der ist irgendwie, wo ist er hingeglitscht? In die Wand geglitscht. Da ist er auf jeden Fall gut aufgehoben. Okay, keiner unserer Leute. Uninteressant. Geld rausgefallen. Ey, das ist ja eine mega interessante Höhle. Ich glaube, in dieser Spielsession kommen wir nicht aus der Höhle raus. Könnte durchaus passieren. Ja, die ganzen Wege, die wir noch vor uns haben, ey. Boah. Die fallen aber gleich alle nochmal zu finden. Ja!
finde die Karte auch absolut sinnlos teilweise. Ja, vor allem, weil das nur mit so einem Sticker irgendwie gekennzeichnet ist. Oh, hier ist aber sehr hell. Das könnte Ausgang sein. Ja, das ist ein Ausgang. Boah. Ich glaube, das ist das Loch wieder. Ja, ja, sicher. Sichi. Wir kommen der ganzen Sache immer... Ne, oh. Wer ist denn drauf? Ein Baum, ein Lebensbaum mit... Ah, nächster Spot. Wir sind noch Soda. Ja, richtig. Kann man hier weiter? Warte mal. Augenblick bitte. Den müssen wir dann zusammenbauen, um dann aus der von der Insel zu entfliehen. Fahrt an der Seite lang. Genau, da bauen wir Schaltkreisbäume an und sowas. Bin ich wieder bei Madagaskar, aber und hier kann man wieder reingehen. Aber ich hab den Teil ja nicht gesehen, leider. Echt nicht? Okay. Nee, Peter noch nicht, oder? Doch, ich habe den ersten Teil Madagaskar gesehen, aber da hat keinen weiteren. Ach so. Ich habe sie nur nicht gemocht. Ich muss mal kurz einen realen Schluck trinken, bis ihr bei mir seid. Das ist, impossible. Und in-game muss ich mal kurz was essen. Boah, die sieht so schön aus mit den Mutanten. Mit der Mutantenhaut. So. Alles klar. Gehen wir rein. Jo, leichter Leck. Ich höre dir auch die Babys. Ja. Du hast... Oh. Von oben. Aua. Alter. Ekligen Drecksviecher. Hast du das gerade angezündet? Ja, ich habe Brandfall drauf geschossen. Okay. Ein bisschen übertrieben, aber okay. Ja, wenn ich den gerade angelegt habe. Vor sie springen, alles gut. Weil ich glaube, die machen richtig Damage, wenn sie dich treffen. Ja, ein Rüstungsteil. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Zelt. Die machen nämlich alle so ein Flying Headbutt. Oh. Oh, hier kann man speichern. Können wir mal eben machen, wa? Oder? Ja, ich denke. Mit Schlafi oder ohne Schlafi? Nee, ohne Schlafi. Nur speichern. Wir leben und wohnen ja eh in der Höhle, von daher. Ja, vor allem ist da noch immer direkt so viel Essen und Trinken weg, ne? Ja, was? Vor allem, was wollen die ganzen... Ah, hier kann man hoch, ne? ...ganzen Töpfe denn hier? Also hier kann man hoch. Hier waren wir nicht runtergekommen, ne? Nee. Nee. Warte mal, geht's hier nicht hier auch weiter? Die Frage Nein, ich hab hier nichts gesehen. Doch, hier geht's auch weiter. Echt jetzt? Warte, ja. Ich komm nochmal runter. Warte. Ja, hier oben ist eh nur Wasser. Geht's da nicht weiter? Ne, hier musst du tauchen. Achso, ja, nein, bringt uns nichts. Komm wieder runter. Ja. So, wo jetzt? Um den Felsen rum. An dem Scheibenwerfer vorbei. Hier, Sarah. Ach so, das ist wieder ein Ausgang. Nett. Das ist sind wir doch hergekommen. Ja, ja. Ach so. Oben ging es nicht mehr weiter. Also. Da war Wasser. Wenn du da tauchen möchtest, kannst du das gerne machen. Ja, aber sonst war hier kein Weg, oder? Nein. Sonst lass uns zurück zur Haupthöhle. Da hatten wir ja auch noch genug Möglichkeiten. Ja, ich wollte nur gerade kurz gucken hier. So, ne, hier war nichts weiter. Dann zurück zur Haupthöhle. Hab wieder meinen glorreicher Orientierungssinn zugeschlagen. Hier in der Ecke sind noch Medis, wenn noch jemand braucht. Oh ja, Medis, wenn man die noch mitnehmen kann, dann. Und Alk. Scheine ich schon mitgenommen zu haben. Ach, da. Was? Ich hab.
Mein Inventar ist voll mit Medis. Meins auch. Wir sterben zu selten. Finde ich eigentlich ganz gut so. Boah, ich glaube die FPS, die droppen aber teilweise extrem, oder? Dazu bei den Übergängen, ey, so, das Seil hatten wir jetzt irgendwo links gehabt, ne? Hier haben wir die Typen abgekalt gemacht. Ja, bleibt uns noch der Weg nach unten, ne? Wo hast du denn da vorhin ein Seil gesehen? Hier liegt noch ein Typ, den wir verbrennen können. Ja, lass ihn erstmal liegen. Jetzt hier nochmal extra für einen Feuer anzumachen. Das Seil ist hier. Warte. Hier. Da in der Lücke gehen Seil nach unten. Was war das? Oder soll man einmal erstmal den anderen Gang um die Grube rumgehen? Ja. Einfach nur um abzuchecken, dass wir da nichts verpassen. Ja. Hier geht nämlich auch ein Seil runter. Oh. Da ist es auf verschiedenen Ebenen. Lass doch einfach hier anfangen, ist ja egal. Ist ja egal, wo wir starten. Ja. Ganz ehrlich, ne? Wenn ich auf so einer Insel wäre, ne? Ja, das ist geil, ne? Ah nee, das ist ein See. Ey, was schwimmt denn da drin? Nicht. Was schwimmt denn an dem See? Fische. Sind das normale Fische? Ich bin mir da nicht sicher. Irgendwas Aalmäßiges? Boah, jetzt habe ich noch Kleidung. Koffer und Schaltteile. Ja, aber noch neue Klamotten hier, sauber. Snacks, sehr gut. Das ist auch gut, dass man vorher auch echt weiß, was das neue Outfit hat und wie das aussieht. Hier liegen noch Leuchtfackeln, nehmt die mal mit. Kann man die ins Wasser werfen, dass man vielleicht was sieht? Ich probier's mal, haben wir ja ein paar auf der Hand. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich meine, die, Ach, machen wir ins Wasser. Nö. Das ging einfach aus. Klares Nein. Ja, definitiv. Also Tauchen bringt überhaupt nichts, du siehst nichts. Naja, wir brauchen das Tauchgerät. Das ist... Ich kletter hier wieder hoch. Ja, also wir sollten uns, wenn wir es können, in Gedächtnis behalten, dass wir hier auch das Tauchgerät bräuchten. Das braucht man an so vielen Stellen. Ja, das ist wahr.
ich friere schon wieder. Jo. Ja, machen wir gleich hier. Wir finden ja Gott sei Dank genug Äste, da können wir einfach hier wieder ein Feuerchen machen.